Hi meine Lieben, heute gibt's mal wieder eine Nähanleitung, diesmal aber eine mit Schnittmuster. In Zusammenarbeit mit Burda Baby bzw. Burda Style möchte ich euch gerne einmal zeigen, wie leicht es ist, mit deren Schnittmuster zu arbeiten. Burda Baby gibt es als Magazin. Man kann diese Schnittmuster allerdings auch online erwerben. Allerdings arbeite ich hier mit diesem Magazin. Dort drin sind ganz viele verschiedene Schnittmuster für kleine Babys oder Kinder. Und ganzen Schnittmuster findet ihr auf solch einen Bogen, der mit da drin ist. Und zwar möchte ich euch aus diesem aktuellen Magazin gerne einmal zeigen, wie man diese Sweathose hier näht. So wie hier abgebildet in dem Magazin soll die Hose am Ende aussehen. In dem Magazin hier gibt es eine Art Einkaufszettel, wo genau steht, was ihr alles benötigt und auch welche Materialien ihr benötigt und auch wie ihr den Stoff am besten vorbereitet. Auch wie ihr das Schnittmuster anwendet bzw. ihr euch euer Schnittmuster abpausen könnt, ist hier sehr gut erklärt und was ihr auch alles dafür benötigt. Und auch mit vielen Tricks und Tipps ist hier alles detailliert erklärt. Eine bildliche Anleitung ist ja auch nochmal abgebildet, was es einen vor allen Dingen für Anfänger nochmal sehr einfach macht. Schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an. Am Ende des Videos gibt es nämlich noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Wir beginnen als allererstes mit dem Schnittmuster. Das ist hier die Nummer 1 auf dem großen Bogen. Und dann schauen wir uns die richtige Größe raus. Ich nehme hier die Größe 80 und dann müssen wir einmal schauen, welche Art Linie dies ist, nämlich jede Größe hat eine andere Art von Linie. Ich nehme dann hier dieses Schnittmusterpapier von Prim. Dieses ist durchsichtig und dann kann ich ganz gut das Schnittmuster einmal abpausen. Jetzt schneide ich mir dieses Schnittmuster einmal grob aus. Da beginne ich einmal hier an dem Umbruch. Hier an dem Umbruch brauchen wir nämlich keine Nahtzugabe. Und für alle anderen Seiten mache ich mir jetzt 1,5 cm Nahtzugabe. Das könnt ihr auch im Nachhinein erst auf dem Stoff so machen. Ich mache es am liebsten dann direkt auf dem Schnittmuster. Mit der Nahtzugabe schneide ich das Ganze jetzt aus. Und fertig ist dann mein Schnittmuster. Ich schreibe mir immer auf meine Schnittmuster, welches das ist, damit ich es auch hinterher nicht irgendwie vertausche. Und die Größe schreibe ich direkt mit dabei. So, jetzt nehme ich meinen Sweatstoff. Da nehme ich hier diesen, der ist innen so schön angeraut und etwas dicker. Diesen lege ich mir einmal gefalten rechts auf rechts hin. Dann lege ich mir das Schnittmuster einmal schön hier an der Kante, die gefalten ist mit dem Umbruch. Stecke mir das Ganze mit Nadeln fest, damit mir das nicht verrutscht. Und nehme meinen Primstoffstift, der sich hinterher auswaschen lässt bei der nächsten Wäsche. Und zeichne mir einmal das Schnittmuster ab. Jetzt schneide ich mir dann das Hosenteil aus und dann haben wir auch das erste Teil schon fertig. Dasselbe machen wir jetzt noch einmal mit einem zweiten Stück Stoff. Schließlich brauchen wir Vorder- und Hinterteil. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt haben wir zwei solcher Teile und diese lege ich mir jetzt rechts auf rechts übereinander. Das bedeutet, dass sich die schönen Teile anschauen. Dann stecke ich mir das Ganze einmal mit meinen Stoffklammern fest. Die verlinke ich euch auch gern einmal unten in die Infobox. Und dann nähen wir hier die Außenseiten. Und den Schritt zusammen. Ich mache das Ganze jetzt mit einer Overlock. Ihr könnt das Ganze aber auch mit einer normalen Nähmaschine machen. Nur da würde ich dann einen dehnbaren Stich nehmen. Das wäre dann zum Beispiel der Fake Overlock Stich oder einen einfachen Zickzack Stich.
So sieht das jetzt aus. Und jetzt gehe ich hin, lege mir nochmal eben das Schnittmuster drauf und markiere mir hier einmal die Höhe des Bündchen. Und an diesen Punkten, die ich mir jetzt gekennzeichnet habe, falte ich mir einmal nach unten. Das sind dann circa 3 cm. Das mache ich einmal rundum und stecke mir das Ganze mit den Stoffklammern fest. Und jetzt fahre ich hier einmal rundum mit der Nähmaschine drüber. Dafür nehme ich einen normalen geraden Stich. Der Nähfuß setze ich hier genau am Rand auf, damit es auch schön gleichmäßig wird. Wichtig ist, dass wir hier eine Öffnung lassen, um hinterher das Gummi durchzuziehen. Jetzt nehme ich mir hier mein Gummiband und ziehe mir das einmal durch das Bündchen durch. So, und dann lege ich mir das hier einmal so übereinander und nähe auch hier nochmal mit einem Zickzackstich drüber. Und dann ist das Bündchen fertig. Jetzt gehen wir an die Hosenbeine. Hier schlage ich 1,5 cm nach innen um und stecke mir das Ganze mit Stoffklammern fest. Und fahre auch hier schön am Rand mit der Nähmaschine drüber. Ich mache das jetzt hier mit einem Zickzackstich. In dem Magazin wird aber auch schön erklärt, wie man das super mit einer Zwillingsnadel machen kann. Da gibt es einfach auch verschiedene Varianten, wie man es umsetzen kann. Aber auch bei Schnittmustern müsst ihr euch nicht haargenau an die Anleitungen halten. Ja, und dann ist die Hose auch schon fertig. Und wie ihr seht, wirklich super einfach, ein total schöner Schnitt. Und kann ich jedem nur weiterempfehlen. Ich habe jetzt hier übrigens eine Nummer größer genommen als mein kleiner Brauch, da ich das total süß finde, wenn man hier unten so umschlagen kann. Ja, so schnell und so einfach geht das. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Die Produkte, die ich alle verwende und auch die Homepage von Burda Style, verlinke ich euch einmal alles unten in die Infobox. Jetzt gibt es noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Und zwar hat Burda Style mir dreimal das Magazin Burda Baby zur Verfügung gestellt zum Verlosen. Wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr einfach nur einen Kommentar unten reinschreiben und lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann nehmt ihr schon teil. Alle Informationen zu dem Gewinnspiel findet ihr auch unten in der Infobox. Ich wünsche euch viel Glück und auf Wiedersehen.